Alle reden über Sanierungszwang. In diesem Video erkläre ich euch, was in der EU geplant und was auf dich als Immobilienbesitzer in Zukunft in Deutschland zukommt. Experte erklärt. Die Ziele für unsere europäischen Klimagesetzgebungen setzt das sogenannte Programm Fit for 55. Im Grunde genommen bis 2030 wollen wir 55% unseres CO2-Ausstoßes in der EU reduzieren und bis 2050 klimaneutral, also CO2-neutral werden. Das ist aufgeteilt auf viele verschiedene Sektoren. Da geht es um Energieeffizienz in der Energieversorgung, also Energieproduktion. Da geht es um Verkehr, da geht es um die Industrie, aber auch um den Gebäudebestand und den Gebäudeneubau. Weil rund ein Drittel unseres gesamten CO2-Ausstoßes in der EU wird über das Gebäude abgebildet. Also um da möglichst viel Energieeffizienz und Energieeinsparung reinzubringen, müssen wir bestimmte Gesetzgebung schaffen, damit wir das Ziel erreichen. Dafür gibt es Zielsetzungen im Bereich der Energieeffizienzklassen von Gebäuden. Bedeutet, wir kennen es alle aus den Energieausweisen, die Gebäude haben. Wir haben Energieeffizienzklassen von H bis A. Je besser, also je kleiner der Buchstabe, wenn ich ein A-Gebäude habe, ist meine Energieeffizienz schon sehr, sehr gut. Und H, da sind wir im sehr, sehr schlechten Altbaubereich. Also da ist noch nichts passiert. Die Energieausweisklassen, die wir bisher jetzt haben, sind nicht zu vergleichen mit den Anforderungen nach EU-Recht und was wir dort umsetzen müssen. Wir unterscheiden ja momentan zwischen Energieverbrauchs- und Energiebedarfsausweisen. Das heißt, die größte Zahl an Energieausweisen ist momentan der Energieverbrauchsausweis. Da werden einfach nur die letzten 3 Jahre des Verbrauches hergenommen und berechnet, wie viel das auf die Quadratmeter ausmacht. Bedeutet, habe ich einen Mieter im Gebäude, der sehr wenig heizt, dann habe ich einen relativ guten Energieverbrauchsausweis. Habe ich jetzt aber die 6-köpfige Familie im Gebäude, die eben komplett ihr Gebäude auf 25 Grad jeden Tag beheizt, dann habe ich einen relativ schlechten Energieausweis in dieser Gebäudekategorie bzw. auf der Energiekennzahl. Das wird sich ändern müssen. Das heißt, die Tendenz geht zum Bedarfsausweis. Hier wird tatsächlich das Gebäude im Ist-Zustand betrachtet. Jede Außenfläche am Gebäude wird aufgenommen. Es wird ein Ist-Zustand festgestellt und geguckt, wie viel Bedarf habe ich tatsächlich, um das Gebäude auf eine gewisse Temperatur zu beheizen. Und dafür gibt es Referenzwerte. Also es wird nicht geguckt, habe ich jetzt 25 Grad oder 18 Grad im Gebäude, sondern es wird festgelegt auf 21 Grad und daraufhin das Gebäude betrachtet. Und so bekomme ich natürlich eine wesentlich bessere Übersicht, was kann mein Gebäude tatsächlich performen. Ja, also wie gut ist mein Gebäude und was muss ich tun, um andere Gebäudeklassen zu erreichen. Dafür muss erstmal ein Gebäudekataster entwickelt werden, um dann eben diese Energieausweise auch aufzunehmen und zu gucken, was sind denn nun die schlechtesten Gebäude in Deutschland. Die schlechtesten 25% werden dann in die sogenannte Gebäudekategorie E gepackt. Die besten werden in die Gebäudekategorie A gepackt und alles dazwischen wird gleichmäßig aufgeteilt. Das heißt, jeder bekommt quasi einen neuen Energieausweis, woran er dann erkennen kann, ab welchem Zeitpunkt er in eine Sanierung investieren muss und welche Gebäudekategorie er erreichen muss. Wir können momentan davon ausgehen, und das ist absehbar, dass unser jetziger Stand H ein gewisses Worst Performing Building abbildet. Also sehr, sehr schlechte Häuser, meistens um die vor 1957 bisher unsaniert. Das fällt in diese Gebäudeklasse H rein. Und da werden wir wahrscheinlich auch einen gewissen Sanierungszwang dann ansetzen müssen bis 2033. Was bedeutet jetzt ein Sanierungszwang? Natürlich müssen EU-Richtlinien erst in das deutsche Gesetz auch eingeführt werden. Meistens passiert das über das Gebäudeenergiegesetz, also das GEG. Da werden Anforderungen an deutsche Gesetzgebung integriert und damit auch umgesetzt. In anderen europäischen Ländern ist da schon relativ viel passiert. Zum Beispiel in Frankreich darf, wenn ich eine gewisse Gebäudeklasse nicht erreiche, nicht mehr neu vermietet werden. Das kann uns auch in Deutschland passieren. Noch steht es allerdings nicht fest. Diese
dieser Sanierungszwang wird natürlich auch mit Bußgeldern wahrscheinlich hinterlegt werden. Auch jetzt gibt es schon im aktuellen Gebäudeenergiegesetz Bußgelder bis zu 50.000 Euro, wenn ich irgendwelche Verpflichtungen nicht wahrnehme. Insofern ist es natürlich ein gewisses in eine Glaskugel reingucken, was tatsächlich passiert. Aber abzusehen ist es, dass es in einem relativ schnellen Zeitraum jetzt gewisse Gesetzgebung installiert werden, die dafür sorgen, dass wir eine Sanierung in Gebäuden umsetzen müssen. Wenn ich jetzt aber ein Gebäude habe, was nach 1984 gebaut wurde, dann kann ich davon ausgehen, dass ich schon gewisse Anforderungen an den Wärmeschutz einhalte, weil dort die ersten baurechtlichen Gesetze geschaffen wurden über die Wärmeschutzverordnung, die dann auch baurechtlich so umgesetzt wurden und kontrolliert wurden. Das heißt, ich habe einen gewissen Mindestwärmeschutz und kann davon ausgehen, dass ich nicht unter die schlechtesten Gebäude falle. Bei Mehrfamilienhäusern, die schon eine gewisse energetische Sanierung vollzogen haben, zum Beispiel einen Dachausbau oder die Kellerdecke gedämmt haben oder auch schon den Fensteraustausch, meistens in den 90ern oder 2000er Jahren vollzogen haben, auch die können eigentlich schon davon ausgehen, dass sie nicht in diese Worst Performing Buildings reinfallen. Beim Einfamilienhaus ist es ein bisschen schwieriger zu betrachten, weil da natürlich die Gebäudefläche bezogen auf die Wohnfläche relativ groß ist. Mehrfamilienhäuser haben natürlich nur die Zwischendecken, das heißt, ich habe weniger direkte Wärmeübertragung über die Außenfläche je Quadratmeter Nutzfläche im Gebäude. Also da muss man einen erhöhten Aufwand betreiben, um auch das Einfamilienhaus dementsprechend energieeffizient zu gestalten. Wenn ich schon jetzt als Gebäudeeigentümer das Indiz darauf habe, dass dieses Gebäude zu den schlechtesten gehört, die wir in Deutschland haben, dann bedeutet das eigentlich nichts anderes, als schon jetzt dafür zu sorgen, dass dieses Thema auf die Agenda von zum Beispiel der WEG kommt, dass man sich schon jetzt darum kümmert, dieses Gebäude zu betrachten und Pläne zu entwickeln, um in den nächsten Jahren das Gebäude fit zu machen für die Zukunft. Dieses Worst Performing Building finden wir schon jetzt in unserer Förderlandschaft. Das bedeutet, unsere Bundesförderung für effiziente Gebäude schafft schon jetzt besondere Anreize, um diese Sachen zu sanieren. Ich bekomme bis zu 10% mehr Förderung, wenn ich ein besonders schlechtes Gebäude auf einen Effizienzhausstandard saniere. Unabhängig davon, was wir für Anforderungen im EU-Recht oder auch in unserer deutschen Gesetzgebung haben, in Zukunft zu sanieren, haben wir schon jetzt Anforderungen an Mieter und Vermieter, was die CO2-Ausstoß betrifft. Wir haben eine CO2-Steuer für fossile Energieträger. Wer Gas und Öl heizt, muss CO2-Steuer zahlen und das anteilig pro Tonne CO2-Ausstoß im Jahr. Das sind momentan 2023 noch 30 Euro je Tonne. Das klingt erstmal nicht viel, sind aber bei so einer typischen 90 Quadratmeter Wohnung um die 65 Euro im Jahr. Diese Kosten werden aufgeteilt auf Mieter und Vermieter. Je besser mein Gebäude gedämmt ist, desto weniger muss der Vermieter anteilig an den Kosten übernehmen. Jetzt sind diese CO2-Steuern gestaffelt. Bedeutet, ich fange jetzt an 2023, aber schon 2025 haben sich die Kosten für den CO2-Ausstoß verdoppelt. Und wir wissen natürlich nicht, wie sich diese Preise in der Zukunft noch weiter erhöhen. Aber es gibt schon Prognosen, dass sich diese Preise für die CO2-Kosten pro Tonne abkoppeln und dann in Auktionen vergeben werden. Und dann können Preise bis zu 500 Euro Standard werden. Und dann haben wir noch ganz aktuell seit letztem Jahr die NSEMIMA-V, die Verordnung über die Sicherung, die Verordnung über mittelfristig wirksame Maßnahmen in der Energieversorgung. Diese legt fest, dass wir Energie einsparen wollen und schon jetzt alle Gasheizungen einen sogenannten Effizienzcheck durchführen lassen müssen bis September 2024. Es soll also erreicht werden, die vorhandenen Gasheizungen möglichst effizient zu machen, um so Gaseinsparungen zu ermöglichen. Und wir haben die Maßgabe, dass größere Gebäude über 6 Wohneinheiten einen sogenannten hydraulischen Abgleich verpflichtend durchführen müssen.
Natürlich gibt es da Besonderheiten und Ausnahmeregelungen, aber der Standard wird sein, vorhandene fossile Energieträger möglichst effizient zu machen, damit diese auch noch eine Weile laufen können, um dann zukunftsmäßig ausgetauscht zu werden. Beim Effizienzcheck sind es eigentlich drei Akteure, die diesen im Haus durchführen können. Das sind zum einen die Heizungsmonteure, die Schornsteinfeger und die Lüftungsanlagentechniker. Diese drei beurteilen im Gebäude, ob erstmal ein hydraulischer Abgleich schon vollzogen wurde, ob der überhaupt möglich ist und ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, diesen durchzuführen. Bedeutet, wir haben natürlich einen Fachkräftemangel gerade im Heizungsbauersektor, weil dieser hydraulische Abgleich muss nicht nur berechnet werden, sondern auch technisch durchgeführt werden im Gebäude. Da spielen dann Sachen eine Rolle wie Ventilwechsel an allen Heizkörpern. Und das ist natürlich ein hoher Aufwand, ein hoher zeittechnischer Aufwand auch und natürlich auch für den Geldbeutel nicht unbedingt so praktisch. Also man guckt auch wirtschaftliche Sinnhaftigkeit, ja oder nein. Durch den hydraulischen Abgleich kann man tatsächlich im Mehrfamiliengebäude um die 10-15% Energieeinsparung verwirklichen. Aber wenn ich bestimmte Komponenten im Heizsystem nicht gegeben habe, die erst eingebaut werden müssen, ist der Aufwand der Installation meistens höher als der letztendliche Nutzen. Wir haben momentan noch niemanden, der die Umsetzung tatsächlich kontrolliert. Aber perspektivisch wird das auch diese Verordnung in unsere Gesetzgebung, also dem Gebäudeenergiegesetz, mit integriert und findet dort dann auch einen gewissen Bußgeldtatbestand, wenn diese Verordnung halt nicht umgesetzt wird. Wenn sowieso ein Heizungsmonteur oder ein Schornsteinfeger bei euch vorbeikommt, um die Gasheizung zu überprüfen, dann bittet ihn doch direkt im Vorfeld schon darum, diesen Effizienzcheck mit durchzuführen. Weil natürlich muss auch der Fachhandwerker im Gebäude mehr Zeit einplanen, um solchen Mehraufwand zu gewährleisten. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere unseren Kanal und erzähl uns doch mal in den Kommentaren, was du von diesen Maßnahmen hältst.